Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Arma 3 Editor Tutorial auf meinem einfach friedhaft Gaming YouTube Kanal. Die Mission, die ich heute erstellen möchte, ist eine Geiselbefreiung. Und zwar hier in dem Haus wird sich eine Geisel aufhalten mit zwei Geiselnehmern. Und wir eben mit zwei Fahrzeugen werden hier lang gefahren kommen. Ja, und die halt befreien, so dass sie sich unserem Trupp dann anschließt. Das erste Fahrzeug wird hier durch eine IED zerstört werden. So, als wir das alles machen können, werde ich euch jetzt zeigen. Beginnen mit den beiden Fahrzeugen. Also einmal NATO und dann Cars, genau. Wählt ihr einfach mal den Prowler AT oder ja, ist ja euch überlassen, was ihr nehmt. Ich nehme den Prowler HMG als Führungsfahrzeug, was dann auch zerstört werden soll. Und dann nehme ich nochmal den Prowler Unarmed als Fahrzeug, wo dann eben wir drin sitzen. So, jetzt könnt ihr entweder Alt gedrückt halten. Und dann platzieren, dann wird es ohne Crew platziert, das Fahrzeug. Oder halt hier unten den Haken wegmachen. Dann wird es auch ohne Crew platziert. Dann könnt ihr auch Alt gedrückt halten, um es mit, aber ja. So, setzen wir mal hier hin, das Fahrzeug, ohne Crew. Dann nehme ich mal einen Spieler, nehme ich einfach mal hier den Squad Leader. Das bin ich. Doppelpunkt, Doppelklick drauf. Dann Player und irgendeinen höheren Rang. So. Und dann noch zwei Riflemen nehme ich mit dazu. Steuerung C, Steuerung V. Group to dem. Genau, dann die alle markieren. Und hier so, dass sich dieses Kreuz in der Mitte verändert, ins Fahrzeug ziehen. Zack, drin sind sie. Ich glaube, ich sitze sogar auch am Steuer. Ja, perfekt. So, jetzt kriegt das vordere Fahrzeug einen Waypoint hier hin. Also Shift, Rechtsklick. Machen einen Waypoint, Doppelklick drauf. Und dann bei Speed Mode einfach nur die Geschwindigkeit auf Limited setzen, damit er hier nicht komplett langpaced wie so ein Behinderter. Genau, wir selber brauchen keinen Waypoint, wir wissen ja, wo es lang geht. Gut, dann hier in der Kurve soll das Fahrzeug ja explodieren durch eine IED, das vordere. Also legen wir da einfach mal so einen kleinen Reifen hin. Oder eine Plastiktüte oder was auch immer ihr da hinlegen wollt. Zack, ich lege den einfach mal hier. Ne? Irgend so einen Reifen. Und jetzt kann ich entweder den Reifen. Oder das Fahrzeug hier IED-1 nennen. Ich nenne das Fahrzeug IED-1, weil dann ist es sicherer, dass wirklich das Fahrzeug getroffen wird von der Explosion. Weil da bei dem Objekt, was IED-1 heißt, wird eben die Explosion dann gespawnt. So, dann brauchen wir noch einen Trigger. Zack. So, jetzt ein paar Mal Leertaste drücken, dann kommt ihr zur Größenverstellung von dem Trigger. Mache ich den mal relativ klein. Zieh den hier hin. So, Doppelklick drauf, Activation, Blufor, Present. Sprich, wenn irgendeine Blufor-Einheit in dem Trigger ist, dann wird der Trigger ausgelöst. Bei On Activation schreibt ihr folgendes rein, das werde ich unten in die Beschreibung auch nochmal reinposten. Bomb, das ist egal, was ihr da hinschreibt, da könnt ihr auch IED oder Einhorn oder was auch immer hinschreiben. Das hier ist eben der ARMA-3-Name für die Mörsergranate, die 60 mm Mörsergranate, also eine relativ schwache Explosion, das geht hoch bis zu der GBU-Bombe, die unten am A10 dranhängt. Genau, dann Create Vehicle, also da könnt ihr euch auswählen, welche Explosionen, ihr könnt auch einfach nur eine Handgranate im Endeffekt nehmen. Dann Create Vehicle, dadurch wird die Bombe eben erzeugt, oder in dem Fall der Mörser. Get POS, also Position IED-1. Sprich, an der Position von IED-1 wird dieser Mörser erzeugt und explodiert auch direkt, weil, ja, die können nicht einfach rumliegen, die Dinger. So, danach brauchen wir noch natürlich eine Geisel. Und die Geiselnehmer. So, gehen wir wieder auf Objects, dann hier auf das Lederne und wählen einfach irgendeinen Zivilisten aus. Ja, im Endeffekt, ich nehme mal den hier einfach. Der Fisherman. Ja, im Endeffekt könnt ihr natürlich auch einen Independent oder Blufor nehmen. Vielleicht auch ein Opfer, ich bin mir nicht sicher, aber würde ja keinen Sinn machen. Genau, ich habe jetzt einfach mal irgendeinen Zivilisten genommen. Dann noch zwei Geiselnehmer. Machen wir einfach mal hier einen Ammo-Bearer. Mache ich mal einen Doppelklick drauf und die Ammunition auf 0, damit der einfach nicht das Feuer erwidert, damit hier, ne, ihr direkt seht, das funktioniert und ich nicht irgendwie 10 Versuche brauche. Stelle ich noch eins im Eingang. So, dann einmal nochmal hier den Zivilisten auswählen. Shift-Rechtsklick. Irgendwo bei ihm ganz in die Nähe. Doppelpunkt auf den Waypoint und dann wählt ihr da Hold aus. Sprich, der Kerl bleibt jetzt so lange hier stehen auf diesem Hold Waypoint, bis der wieder weggetriggert wird.
So, als zweiten Waypoint wieder Shift-Rechtsklick. Macht hier einen Join-Waypoint. So, jetzt müsst ihr hier links oder eben auf der Karte nochmal euren Spieler anwählen. Das ist immer der rote. Bei mir ist der Squad Leader. Macht ihr auch Shift-Rechtsklick und dann hierhin einen Join and Lead Waypoint. So, die beiden Waypoints verbindet ihr mit Set Waypoint Activation. Zack. Sprich, der wird sich jetzt, sobald ich zeige es euch gleich. So, jetzt brauchen wir erstmal noch einen Trigger. Also, wenn ich fertig bin, erkläre ich es. Den Trigger setzen wir einfach hier hin. Nochmal einen Doppelklick drauf. Machen den mal auf Rectangle. Activation setzen wir auf Opfer Not Present. Sprich, wenn in dem Bereich hier kein Opfereinheit mehr vorhanden ist, wird der Trigger ausgelöst. Und bei Type Skip Waypoint. So, jetzt mache ich das nochmal ein bisschen kleiner, dass das nur die gegnerischen Einheiten in dem Haus betrifft. Also der Trigger ist jetzt hier ein bisschen erhöht. Ihr seht, das macht aber keinen Unterschied. Immer der blaue Bereich, der ist der entscheidende. Ihr könnt den ja auch mit Alt wieder runter machen. Zack. So, ein bisschen größer geht's nur. So, genau. Und jetzt noch Rechtsklick, Set Waypoint Activation und dann wählen wir den Hold Waypoint von dem Zivilisten aus. Sprich, sobald hier drinne in dem Bereich keine Opfereinheiten mehr sind, wird der Trigger ausgelöst. Der überspringt dann diesen Hold Waypoint und der Typ wird sich unserem anschließen, sobald der hier oben im Raum steht. So, jetzt können wir noch bei dem Join and Lead Waypoint von unserem Spieler, ne, können wir nochmal Doppelklick drauf machen und die Scene Visibility ausschalten. Sprich, der ist quasi unsichtbar für uns als Spieler, aber trotzdem vorhanden. So, das ist tatsächlich schon alles, was man braucht. Ich werde jetzt nochmal kurz die Mission spielen, um euch zu zeigen, wie es geht. Oder dass es geht und funktioniert. Mal ein bisschen Abstand halten von dem vor mir. Genau. Einfach mal zugucken und ja. So, da ist jetzt gleich die Bombe. Bam! Der ist hin. So, wir fahren natürlich weiter. Da wartet schon der eine Geiselnehmer. Bam, 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 bam. Wird schon ausgeschaltet. Ja, meine Leute lassen sich gerade einfach mal im Auto warten. Oh, moin. Ich gehe rein. Hol mir den oben. Kann ja eh keine Gegenwehr leisten. Zack. Und wir sehen, der schließt sich uns an. Wir können jetzt auch im Endeffekt dem Typen sagen, also wir können ihn auswählen mit F4, weil er ist ja gerade der vierte in unserer Einheit. Und jetzt nochmal 6 drücken und sagen, ja, nimm dir die Katiba. Ne? Dann greift er sich hier irgendein Sturmgewehr. In der Theorie zumindest. Aber es ist ja Arma 3. So, jetzt können wir dir noch sagen, hier, get in. Steigt dann auch entspannt hier ins Fahrzeug ein. Legt sich vielleicht vorher nochmal auf die Schnauze. Genau, und dann können wir hier abziehen. Ja, also, ihr seht, alles hat funktioniert. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, wenn es euch geholfen hat. Und falls ihr irgendwelche Missionen oder irgendwelche Anreize habt, klatscht es gerne in die Kommentare. Ich mache liebend gerne ein Video zu. Oh mein Gott. So, und dann, ja, verabschiede ich mich mal und bis zum nächsten Mal. Oh. Das war's.